vermittelte Netzwerke gesprochen. SS7 fürs ISDN, fürs ATM. Und dann haben wir noch ganz kurz auf dieser einen Folie ICMP ein paar Worte zum diesem Internet Control Messages Protokoll gesagt, wobei ich irgendwie auch wieder hier den Ausdruck Protokoll für leicht übertrieben halte. Es gibt da so ein paar, es gibt Paketformat, okay, das ist ja was zu einem Protokoll gehört, und es gibt da noch ein paar Vereinbarungen, wie man das benutzen kann, also zum Beispiel der Echo Request und Echo Reply, und natürlich, dass die Router sagen, wenn sie ein Paket nicht zustellen können oder wenn die TTL abgelaufen ist. Und naja, das hier ist ja durchaus nützlich, und das hier ist auch durchaus nützlich. Die Verstopfungskontrolle, die wir mit dem ICMP machen, könnte eigentlich, die wird aber nicht mehr gemacht. Ja, und dann bleibt uns noch hier unten diese Routerbekanntgabe. Also mal gucken, ob einer da ist. Und hier schicken wir dann zurück, welche Router, also nein, das hier, der hier einer ist, und welche Adressen er hier bearbeitet oder auf die er reagiert. So, nachdem das ICMP jetzt schnell weggeräumt ist, über das, was da steht an Meldungen, die noch da im Austausch zu beobachten, das wollen wir jetzt gar nicht mehr machen. Das ist auch alles nicht so tiefschürfend. Worüber ich hier ein wenig jetzt heute was erzählen möchte, das ist das SNMP. Simple Network Management Protocol. Und dazu gibt es ein ganz bekanntes Buch. Das Simple Book heißt das, glaube ich, von Marshall T. Rose. Das ist eigentlich ein dickes Buch und gar nicht, vielleicht gar nicht so simpel, wie man sich das wünschen könnte. Beim SNMP geht es um eine Infrastruktur, also sowohl ein bisschen Paketformate, Protokolle, aber auch wieder hier, sagen wir mal, ein schwaches Protokoll, mehr Paketformat, und außerdem noch mehr, nämlich die Struktur von Managementinformationen. Oder vielleicht sogar einfacher oder allgemeiner gesagt, die Struktur von Informationen, die man denn mit so einem Managementprotokoll aufheben möchte oder bearbeiten möchte. Das ist die Datenbank, die Information Base, die man mit so einem Protokoll aufheben möchte oder managen möchte. Und in dieser Information, wie diese Management- oder managebaren Informationen oder Beschreibung, wie diese managebaren Funktionen in Geräten gespeichert werden, da gehört auch noch Adressierung dazu. Wir müssen ja irgendwie sagen, welche Variable wir ändern wollen oder welche Zähler wir abfragen wollen. Und darum, da wollen wir uns jetzt hier ein bisschen kümmern, und Sie merken schon, der Fokus ist nicht nur auf Paketformat und Protokoll, sondern der ist auch auf Datenstrukturen. Was wollen wir alles managen? Na, alle Geräte, die an unseren Netzwerken angeschlossen sind. Hier unten steht alle netzwerkverbundenen Geräte. Das können Hosts sein, also Arbeitsplatzrechner, und da kommt es ja auch irgendwie her. Und in so einem Arbeitsplatzrechner, da gibt es irgendwelche interessanten Variablen, die man vielleicht abfragen möchte. Zum Beispiel, wie viele Pakete hast du denn, wie viele IP-Pakete hast du denn bisher bekommen, und welche Pakete, ja, welche, für wie viele von diesen Paketen gingen zum Beispiel an einen Socket, hinter dem kein Listener war. Solche Fragen möchten wir vielleicht zu einem Host stellen können und beantwortet kriegen.
oder X-Terminals, Terminal-Server, generell Server, in denen man was abfragen kann, was setzen kann, vielleicht auch in Servern drin irgendwelche Felder, wie viele Klienten hast du heute schon bearbeitet oder wie oft hast du, lieber Server, Antwortzeiten von mehr als einer Sekunde gehabt oder solche Dinge könnte man da hoffentlich abfragen. Oder beim Drucker, ne, da fällt einem sofort was ein, was man beim Drucker abfragen kann. Ist noch Papier da? Ist die Tonerkassette noch halbwegs ausreichend gefüllt? Und wenn Sie übers Netzwerk von Ihrem Arbeitsplatzrechner beim Drucker nachgucken, ob da noch ein Toner drin ist, na, dann hoffen wir, dass der die mit SNMP die Antwort geben kann, dass es noch für ein paar Seiten reicht. Andere Dinge sind natürlich gerade hier beim Drucker auch, dass der Ihrem Rechner mitteilt, den Mechanismus müssen wir da noch reden, mitteilt, dass jetzt das Papier alle ist oder dass die Druckerkartusche leer ist, die Tonerkartusche leer ist. Router möchten wir vielleicht von Ferne bedienen können oder Switches, bei denen wir Ports abschalten können, weil auf dem einen Port da sehen wir die ganze Zeit schlechte Ethernet-Pakete ankommen, also Ethernet-Frames ankommen, deshalb wollen wir den Port vielleicht abschalten. Also sowas finden wir in Routern und generell alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Dafür brauchen wir Variablendefinitionen. Was kann man setzen, was kann man abfragen? Und je nach Gerätetyp gibt es da auch sicher unterschiedliche Definitionen. Also, nachdem wir hier oben uns kurz überlegt haben, was wir denn gerne machen würden, also Variablen abfragen und Variablen setzen, folgt also, wir brauchen als Funktion so eine Statusabfrage, ne? Eine Objektvariable, also eine Variable, die hier in diesen Maschinen existiert, auslesen. Und das, naja, das ist wohl ein GET-Request das Richtige. Und wir wollen Funktionen, diese Variablen konfigurieren. Und dazu brauchen wir einen Set-Request. Beim Drucker habe ich noch was erwähnt, hier oben. Der muss uns irgendwie selber aktiv, uns, dem managenden Gerät, selber aktiv sagen können, ich habe kein Papier mehr, es ist was passiert. Oder so ein Router muss sagen können, auf diesem Eingang kriege ich die ganze Zeit Quatsch. Was machen wir? Und naja, dazu muss es auch für diese beiden zum Beispiel oder auch hier, ne? Die Waschmaschine ist fertig, das könnte man sich ja auch vorstellen. Müssen wir irgendwelche überraschenden asynchronen Nachrichten an die managenden Geräte schicken können. Ich nenne das hier mal auf Deutsch Alarme. Der englische Begriff aus dem SNMP, der ist Trap. Und erinnern Sie sich, wo wir schon so ein SNMP-Trap mal gesehen haben? In der Vorlesung, gar nicht so lange her. Beim ATM. Beim ATM-Management. Ich blätter mal hier. Also, naja, am Anfang, wenn wir das Endgerät konfigurieren wollen, da gibt es so einen Cold Start Trap. Die Vermittlung merkt, dass hier auf dieser Schnittstelle das Endgerät jetzt da ist, weil auf dem Physical Layer was passiert und dann schickt es dem einen Cold Start Trap, ich habe dich gesehen sozusagen und danach können wir hier mit SNMP, mit Get Next Request Variablen abfragen, hier mit Responses darauf antworten und dann mit dem Set Request Variablen setzen. Das hier ist so ein typischer SNMP-Vorgang. Erstens der Trap und dann mit Get was auslesen, mit Set was setzen. Das SNMP als Protokoll, als
als Infrastruktur, hier oben, das ist der richtige Ausdruck, als Infrastruktur, da braucht es erstens mal eine Beschreibung, wie denn so eine Datenbank in solchen Geräten aussehen kann, diese Management Information Base, MIB genannt. Und das steht in diesem RFC und danach gibt es noch ein paar weitere, mal wieder, ich weiß nicht wie viele, die da noch irgendwelche Änderungen anfügen, Verbesserungen, Erweiterungen. Als nächstes dieses hier, Structure of Management Information, SMI. Da wird über die Adressierung von diesen Variablen gesprochen und über welche Datentypen es gibt und sowas. Und hier unten gibt es noch das eigentliche Protokoll, das SNMP, und das finden wir in diesem Standard RFC 1157. Protokoll, also wieder Protokollfelder und Nachrichten, die ausgetauscht werden. Zum Beispiel für so einen Trap oder für diese GET-Requests. Das SNMP, das kennt mehrere Sorten von Geräten. Und ich fange mal unten an. Das hier, das sind Geräte, die wir managen wollen. Und in jedem von diesen Geräten, sagen wir mal, das ist ein Drucker und das könnte ja hier ein Messgerät sein und das könnte eine Waschmaschine sein. Oder ein Drucker, einen Host und eine Waschmaschine. Die sitzen also hier unten an diesem lokalen Netzwerk und in jedem von diesen Geräten, Sie sehen es in allen SNMP-beteiligten Geräten, gibt es so eine Management Information Base. Und was da drin steht, naja, das findet sich hier drin und die Struktur findet sich hier drin. Also, Management Information Base in diesen gemanagten Geräten und hier haben wir auch noch so ein gemanagtes Gerät und da sitzen Agents drin. Der Agent ist das Stück Software, was aus dieser MIP die Informationen rausfischt bzw. setzt. Ein Stückchen Programm einfach. Ein Daemon, der nicht sichtbar ist, aber wenn Sie in Ihrem PC oder also Windows-PC oder in Ihrer Linux-Maschine oder auch im Mac nachschauen, da gibt es solche SNMP-Agents. Und dann gibt es Geräte hier, die können gleichzeitig Manager und Agent sein. Also die, in unserem Fall vielleicht dieser hier, dieser Host, der kann einerseits selber wieder als Agent für eine andere Management-Instanz arbeiten, im Auftrag von einer Management-Instanz arbeiten, reagieren, Antworten produzieren, Variablen setzen. Und er kann in unserem Fall hier zum Beispiel auch für den Drucker hier, von dem hier Traps entgegennehmen und vielleicht nachgucken, wie viel Papier noch im Drucker drin ist oder wie viel Toner. Dann haben wir hier noch einen Agent, hier wieder so einen, der zwei Sachen macht, Manager und Agent. Und hier oben, das wäre dann der klassische Netzwerkmanagement-Arbeitsplatz. Da gibt es einerseits die Infrastruktur von diesem Manager, also auch wieder Software, die das Protokoll kann und die nach oben ein Interface anbietet. Und oben drauf sitzt dann eine Management-Application oder mehrere, die das User Interface präsentieren, hoffentlich einigermaßen komfortabel, sodass wir solche Variablen angucken können, dass es vielleicht grafisch aufbereitet wird oder zusammengefasst wird, ne, wenn es hier mehrere Drucker gibt, dass es dann irgendwie so eine Liste gibt, welcher Drucker als nächstes neuen Toner braucht oder so. Vielleicht auch irgendwelche Funktionen, bestell schon mal den Toner, der ist bald alle. Hier oben in dieser Management Application. Vielleicht aber auch irgendwas, dass man der Waschmaschine um Mitternacht sagen kann, dass sie jetzt anfangen soll zu waschen, weil der Strom billiger ist oder so. Das können wir uns da in diesem Zusammenhang auch vorstellen. Also in einem Agent drin wird das Protokoll implementiert und da steckt eine MIP. In den anderen
den Management Stations, ein Protokoll, eine MIP und dann auch noch ein grafisches User Interface hier. Die Structure of Management Information, das SMI, was ich eben erwähnt hatte, diese mittlere Standard da in meiner kleinen Liste, da sind Datentypen spezifiziert. Einerseits skalare Typen, andererseits Tabellen. Tabellen können zweidimensionale Arrays sein, zweidimensional im Sinne von Feld und Feldnummer und Inhalt. Die skalaren Datentypen, da gibt es also zum Beispiel die Integers, 32 Bit, so wie man sich denkt, oder unsigned Integers, auch 32 Bit, so wie man sich denkt. Dann gibt es Zähler, die haben ein bisschen andere Semantik, ne? So ein Zähler, der geht nur nach oben, da gibt es auch eine 64-Bit-Variante und wenn er nach oben überläuft, dann fängt er wieder unten bei 0 an, der Zähler. Hier diese Gauge 32, das sind Zähler, die nach oben zählen, dann wieder nach unten, wenn die Maschine was verbraucht, zum Beispiel, wie viel Papier haben wir denn noch, das könnte man zum Beispiel hiermit implementieren oder vernünftig auf diese Variable abbilden. Implementieren ist der falsche Ausdruck da. Zeit, ja, wie man sich denkt. Bei den Octet Strings, da gibt es zwei Sorten. Das eine ist eine IP-Address, 4 Byte lang, und die Physical Address, 6 Byte Ethernet lang. Den Display String wird ASCII angenommen, und zwar so wie das NIVOD, da sprechen wir bald drüber, das ASCII benutzt, diese Untermenge vom ASCII. Dann gibt es noch Bitfelder, Bitstrings, benannte Bitstrings, und dann gibt es das letzte hier, Sequence, um Datenstrukturen, das ist so wie Structure in C, um Datenstrukturen zu definieren. Also um ein bisschen was Komplexeres zu bauen. Jetzt möchte ich über die Object Identifier sprechen. Wir müssen ja unsere Variablen in den Geräten irgendwie finden, damit wir sie auslesen können, damit wir sie setzen können. Jetzt könnte man natürlich uns irgendeinen Namensraum überlegen mit Identifiern und jeder macht da was dazu. Es gibt eine zentrale Instanz, die diese Namen vergibt, aber das ist schon die falsche Art und auch gar nicht die Internetart, wenn wir da irgendwelche zentralen Instanzen haben, sondern es gibt einen Namensbaum. In diesem Namensbaum gibt es natürlich schon Teilbäume, die irgendwelchen Bereichen zugeordnet sind. Da gibt es zum Beispiel diesen Teilbaum unter dem Root, gibt es diesen Teilbaum CCITT. Und alle, hier unten geht es natürlich weiter, CCITT, heutzutage ITU-T, das unterliegt der Standardisierung der ITU. Und hier rechts ISO-Standardisierung. Und wenn der Name, das ist so eine Punktnotation, ne? Also irgendwie so, wenn der mit 1 losgeht, dann sind wir hier in diesem ISO-Teilbaum. Und wenn das dann, hier geht es dann wieder weiter, unterschiedlich, unter dem ISO, da hat sich die ISO dann eben Teilbereiche ausgedacht, hat sich die ISO zum Beispiel im Bereich Organisation ausgedacht, und dann sammeln wir hier einen Dreier auf, um hier in diesem Baum weiter vorzugehen. Department of Defense, naja, da kommt halt all diese Internetsachen, ARPA, DARPA und so weiter her. Also sammeln wir einen Sechser auf. Jetzt sind wir durch unsere drei Zahlen hier immerhin schon in diesen Teilbaum hier navigiert, und das Internet, das hat jetzt dann die Zahl 1 hinten dran, 1361, jetzt sind wir
den Teilbaum für, na, sagen wir mal, die IETF, so der IETF-Bereich. Und da gibt es dann die Directory-Funktion, Management-Funktion, Experimental, Private. Ich glaube, es gibt auch noch mehr. Und natürlich hier unter den Private Enterprises gibt es auch noch jede Menge. Also das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Und wir können uns hier selbstverständlich auch noch viel mehr denken. Jetzt sind wir hier bei dem interessanten Teil 1, 3, 6, 1, 2, 1. Mit diesem Präfix an Ziffern kommen wir in die MIB hinein, in diese Management Information Base, in ein Gerät. Und jetzt geht es hier wieder weiter. Man ist jetzt hier schon relativ computerorientiert, formulieren wir es mal so, hostorientiert. Da haben wir hier dann System oder Interfaces, IP, ICMP, ne, da können wir uns irgendwelche Variablen angucken, die zum ICMP gehören, TCP-Variablen anschauen, UDP-Variablen anschauen, machen wir gleich noch ein bisschen. Hier der Zustand von irgendwelchen Interfaces zum Beispiel. Also das ist diese Punktnotation, führt uns zu einer MIB und dann weiter zu einer zu den Variablen von irgendeiner Systemkomponente. Aber wir könnten hier auch von 136141 und dann hier unten viele Firmen drunter zu Waschmaschinenzustandsvariablen kommen. Wenn wir das hier einordnen. Und da können wir dann uns auch unsere eigene MIB machen. Man könnte aber sicher dann auch wieder hier die MIB vom SNMP nehmen. Und jetzt müssen wir noch hier über dieses Sequence of etwas sprechen. Das hatte ich ja hier schon erwähnt. Und hier kommen wir jetzt in einen Bereich vom SNMP rein, der sich mit sowas wie X400, diesem ITU-E-Mail-Standard, überschneidet. Da gibt es nämlich so einen Unterstandard von dem X400, das X420, beziehungsweise dann von der ISO, das eine, ein ASN1. ASN heißt Abstract Syntax Notation. Und in dieser Abstract Syntax Notation, das ist, wenn Sie so wollen, eine andere Art XML zu machen, eine kompakte Art XML zu machen. Das ist eine binäre Codierung, da gibt es auch solche Standardtypen, sowas hier natürlich in dem ASN, aber da gibt es auch eine Methode, um solche Strukturen selber zu definieren. Und zwar nicht nur a priori, im ASN1-Standard steht diese Art von Record drin und jetzt wissen wir, wie die codiert ist, sondern hier gibt es auch eine Transfersyntax. Und diese Transfersyntax vom ASN1, die erlaubt es uns, neue Datentypen zu spezifizieren in ASN1 und die Spezifikation zu übertragen und das Gerät auf der anderen Seite kann das dann analysieren und weiß jetzt, wie diese Datenstruktur auszusehen hat. Also wir können neue Datenstrukturen mit dem ASN1 auch übertragen. Hier im SNMP, da steckt ein ASN1-Makro drin zum Objekt, zur Objektdefinition. Wir können da dann Read-Felder haben, Read-Write-Felder haben oder welche, die auch nicht zugänglich sind durch die Managementstation, die vielleicht nur das Endgerät bearbeitet. Also mit dem ASN1 können wir solche Sequences, mit diesem ASN1-Makro da solche Sequences definieren. Und weil das ASN1 gebaut ist für eine binäre Codierung, ist es auch schön kompakt. In diesen RFCs, insbesondere hier in der
in der RFC 1213, die MIP 2. Da gibt es schon eine ganze Menge vordefinierte Datenstrukturen oder variablen Mengen oder variablen Arrays, die man in so einem Gerät abfragen kann. Zum Beispiel in System, wir waren hier ja schon da, ne, bei System. Bei System finden wir allerlei Gerätedaten, zum Beispiel wie lange das Gerät schon läuft, wie das Gerät benannt ist, wenn man es anzeigen will, den Namen von dem Gerät, Konrads kleiner Router oder sowas. Und hier dann der eigentliche Name des Gerätes, mehr im Sinne von einer Adresse und nicht im Sinne von Reklame. Dann Interface hier mit dem AT, können wir den ARP-Cache auslesen. Ist ja auch durchaus was Interessantes. Und hier sehen wir schon, dafür brauchen wir dann spätestens so zweidimensionale Tabellen. Ne? IP-Nummer, Ethernet-Nummer, IP-Nummer, Ethernet-Nummer. Und auch irgendwie eine Art, die beliebig lang gestalten zu können, dass wir so lange iterieren, bis wir am Ende angelangt sind. Dann gibt es bei den vordefinierten Objekten was fürs IP, ICMP, TCP, UDP. Da war ich schon, um Routing-Tabellen auszulesen, das ist natürlich durchaus interessant fürs Netzwerkmanagement, dass man von so einem Arbeitsplatzrechner aus in irgendeinem Rechenzentrum die Router, die man da im Netzwerk hat, die 10, 20, 50 Stück von ferne auslesen kann, um rauszukriegen, ob die Routing-Tabellen da vernünftig aufgebaut sind, ob da die richtigen Routes zusammengefasst worden sind und so weiter. Über die Traps, da wollen wir dann auch noch sprechen. Am UDP, da haben wir uns mal das hier als Beispiel genommen, da haben wir also 1.3.6.1.2.1 MIP, ne, und dann geht es mit UDP 7 weiter. UDP 7, und da gibt es da das erste Feld, da steht UDP in Datagrams. Also einen Zähler, wie viele Datagramme haben wir denn schon gekriegt, zum Beispiel im Arbeitsrechner, wie viele UDP-Pakete. Wie viele sind denn an einen Port geschickt worden, hinter dem kein Listener war? Also, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir, wenn ein Paket ankommt, das irgendwie an einen Prozess verteilen müssen, und diese Variable sagt uns, welche Pakete sind angekommen, für die noch kein Prozess existiert hat. Da kann der Netzwerkmanager zum Beispiel sehen, wie stark denn das Gerät attackiert wird von irgendwelchen Viren, die da versuchen, irgendwo einen offenen Port zu finden, bei dem man einen Buffer-Overrun oder sonst was machen kann. Man kann ja die Ports so einzeln nach dem anderen abklappern. Es gibt 65.000 Stück, und der klassische Port-Scan bedeutet ja, dass man mal zu jedem Port was hinschickt und dann schaut, auf welchen Ports denn jemand antwortet. Und wenn man dann sieht, dass auf dem Port 5118 einer antwortet, dann guckt man in seiner Tabelle nach, wer ist denn typischerweise, welches Programm sitzt denn typischerweise hinter 5118, dann sucht man sich den richtigen Angriffsvektor aus und schaut, dass man da infizieren kann. Ne? Und hier in so einer Variable kann man natürlich, wenn man das ausliest, durchaus sehen, wie viele Portscans denn bei der Maschine durchgeführt worden sind. UDP, ankommende UDP-Pakete mit Fehlern, wie viele Pakete abgeschickt worden sind, und dann die UDP-Tabelle, und hier steht dann Entries drin, also UDP Local Address und UDP Local Port. Hier, wer auf welchen Port hört, nein, nicht wer auf welchen Port hört, sondern auf welchen Ports denn wirklich Listener drauf sind.
Ja, das hier ist irgendwie interessant, ne? Die Anzahl Pakete für Ports ohne Listener. Und das hier sind zum Beispiel Prüfsummenfehler. Also die Prüfsummenfehler, die werden jetzt also adressiert mit 1, 3, 6, 1, 2, 1, 7, 3. Jetzt sind wir mit dieser langen Zahl hier bei dieser Variable angekommen. Jetzt kann man dafür get sagen, muss man halt reinschreiben, welches ist, welche man haben will, und dann kriegt man eine Antwort, wie viele Fehler mit viele Pakete mit irgendwelchen Fehlern denn da angekommen sind. Die Bezeichnung, ich bin ja jetzt 1, 3, 6, 1, 2, 1, 7, hier sind wir beim UDP, 4 sind wir bei Autodiagrams, dieser Nuller hier hinten, das bei normalen Variablen, hängen wir da hinten den 0 an, um dadurch ist das Ende bekannt gegeben, das Ende identifiziert. Ne? Ausgeschrieben ist dieses, was ich hier habe, also ISO, Org, Department of Defense, Internet Management, MIP, UDP, UDP Out Diagrams und dann der Nuller. Bei den Tabellen, da funktioniert die Bezeichnung noch ein wenig anders. Wenn wir hier so eine Tabelle hätten, UDP Local Addresses, da haben wir also hier den ersten Eintrag, da hört einer auf Port 67, der zweite auf 161, der dritte auf 520. Dann würden wir hiermit den Inhalt von dieser Zelle spezifizieren. Da steht also dann der Inhalt hier, ne? Also 1, 3, 6, 1, 2, 1, 7, 5, 1. Wenn wir hier nochmal zu der Tabelle zurückgehen, ne? 5, dann sind wir jetzt hier bei der Tabelle angelangt, 5, 1, dann sind wir hier bei dem Entry angelangt und hier bei dem Local Address sind wir bei 1 und das 100, dann kommen wir hier bei 0, 0, 0, 0, 161 zu dem hier hin. Oder abgekürzt UDP Local Port und dann 0, 0, 0, 161, das ist dann diese Zeile hier. Der Zugriff ist zunächst spaltenweise und dann in der nächsten Zeile die Spalte und zudem hier gehört dann dieser Eintrag da dazu, die 161. Dieses Beispiel hier, das habe ich aus dem Stevens Buch, TCP/IP Illustrated, und das ist kein richtiger Screenshot, aber sowas ähnliches, ne? Der Output, der Terminal Output von diesem Ding hier, dem SNMP Interface oder wie auch immer. Bei Unix müssen ja die Sachen, wenn man sie auf der Command Line eintippt, schön kurz sein, damit einem nicht die Finger abfallen. Also SNMPi, das schmeißen wir hier mal an und dann geben wir hier den Rechner an, den Host, den wir da befragen wollen. Und hier haben wir noch eventuell ein Passwort. Das ist jetzt hier vielleicht schon nicht das stärkste Passwort. Und dann sagen wir get udpin datagrams.0 udp no ports. Hiermit fragen wir ab, ne, das wäre jetzt der Out Datagrams. Dieser Begriff hier, UDP in Datagrams, der wird expandiert zu all diesem hier, 7, und dann kommt hier eine 1 hin. Jetzt sind wir dann bei dem angelangt und das Punkt 0. Das beendet das hier und außerdem interessieren wir uns noch für UDP No Ports. Das wird auch expandiert. Ich meine, dieses Programm hat eben eine Tabelle, diese SNMPi, in dem drin steht, auf welche Ziffern hier das abgebildet wird. Und dann kriegen wir als Antwort von dem Agent auf der anderen Seite, wir sind jetzt hier der Manager, kriegen wir als Antwort
das hier geliefert. Also so viele UDP-Pakete haben wir schon gekriegt und No-Ports waren 12. Jetzt haben wir außerdem auch noch einen Lesezeiger gesetzt, durch das hier, implizit. Wenn wir jetzt sagen Next, dann liefert uns der andere, die andere, dann wird ein GetNext geschickt und von der anderen Seite kommt dann die nächste Variable in der Liste zurück und das wären NoPorts UDP in Errors, ne? Und da steht's und jetzt hören wir doch hier auf. Und jetzt sind wir hier ganz normal im Verzeichnis und können ein anderes Programm anstarten. Also das Ding hier ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich möchte das auch hier zitieren, das ist aus dem Stevens Buch ist, ich sollte vielleicht noch das in eckigen Klammern hier hinschreiben, woher ich das habe. Machen wir einfach mal weiter. Jetzt kommen wir zu dem Protokollteil vom SNMP. Da haben wir als erstes hier den GET-Request und den GET-Response. Hier ist der Management, hier ist der Agent und die well-known Ports, die sind hier 161 für den Management-Port, auf den man abfragt und 162 für den Trap-Port. Also mit dem ein Gerät ein Ereignis an den Manager melden kann. Der hier schickt zum Beispiel einen GET-Request und darauf gibt es den GET-Response. In dem GET-Request steht zum Beispiel das hier drin und das hier als Variablen, die wir wissen wollen. Und in der GET-Response, da steckt dann das hier drin, was uns denn da angezeigt wird von dem Interface. Jetzt eben habe ich schon gesagt, wir hatten im SNMPI, hat man Next eingetippt, da wird also ein GetNext-Request geschickt, wieder an diesen Port hier und es gibt eine Antwort, wie wir uns das denken. Es gibt einen Set-Request ich glaube, das hier muss Set-Response heißen. Es könnte sein, dass das noch ein Druckfehlerchen ist. Das müsste ich aber nochmal verifizieren. Ich hoffe, ich denke nachher dran. Also das machen Sie, versehen Sie vielleicht mit einem Fragezeichen und schauen dann heute Abend bei der Nachbereitung dann nochmal nach. Das ist ja eigentlich schnell erledigt und wenn man den Vortragenden hier überprüfen kann und vielleicht ein Fehlerchen findet, dann ist es ja gut. Ist ja noch speziell erfreulich. Und hier unten der Trap, da schickt der Agent dem Manager eine Nachricht, dass irgendwas passiert ist. Natürlich muss man, damit er überhaupt einen Trap auslösen kann, die Adresse von dem hier kennen und das können wir zum Beispiel mit irgendeinem Set-Request vorhersetzen. Aber es ist auch so, dass der managen will, zumindest hier diese Host-Adresse kennen muss, damit er managen kann. Man findet übrigens häufig im Internet, also hier im Uni-Netzwerk hat es auch lange gegeben, dass die Router so weit offen waren, dass man immerhin die Variablen da auslesen konnte. Setzen konnte man, glaube ich, nicht, aber die Mitarbeiter haben es auch vorher in der Übung einfach benutzt, dass man hier in irgendeinem Host mal nachgucken kann. Und irgendwelche von diesen Variablen begucken kann, auch in irgendwelchen Routern nachschauen kann. Und aber eben zumindest kein Lesepasswort gesetzt. Ich glaube, eine Zeit lang konnte man auch einfach so rumwühlen und auch schreibend, aber das ist mittlerweile schon länger abgewürgt natürlich. So eine SNMP Protocol Data Unit, wie üblich, den IP-Header, dann kommt ein UDP-Header, es steckt in UDP-Paketen drin, eine Version, Community und welcher Typ das ist. Also zum Beispiel einen GET-Request, eine GET-Response, GET-Next, SET-Request und wenn ich das richtig sehe, stimmt das doch hier mit der GET-Response. Ne? Hier haben wir 1, 2, 3 Typen
und hier haben wir den vierten Typ und hier haben wir ja nur vier Möglichkeiten für die PDU. Dann kommt hier Request-ID, also eine Nummer, die wir dem geben, denn insbesondere beim Next müssen wir darauf achten, so einem Get-Next-Request, der muss ja irgendwie eine Nummer haben, sodass die Response darauf passend antworten kann, damit wir dann auf dem Rückweg wissen, die Variable, die wir abgefragt haben, auf welche unserer Fragen hat sich die denn, also diese Antwort, auf welche unserer Fragen bezieht sich das denn? Ein Fehler, also so eine Statusanzeige und noch einen Index, welcher Fehler es denn war. Das ist erstmal so generische Fehler und das hier dann spezifischer. Und jetzt kommen Namen und Werte, Namen und Werte. Immer so paarweise. Und naja, Namen zum Beispiel der hier und der hier. Und in der Antwort kommt dann Name, Wert, Name, Wert. Hier hinten drin. Und wenn das hier ein Set ist, dann müssen eben die Werte gesetzt werden und danach werden sie auch in der Antwort nochmal zurückgeschickt. Und hier, da kann man dann überprüfen, ob das ist, was man wirklich setzen wollte. Also, kein Geheimnis, ne? Und naja, das hier sieht auch irgendwie Request-Response ein bisschen so aus, wie es beim HTTP aussehen würde. Hier unten bei den Traps, da kriegen wir auch wieder ein ganz normales SNMP-Paket, aber hier steht bei PDU-Type 4 drin. Das 4 ist, ich bin ein Trap-Paket. Aber das hier ist definitiv ein Druckfehler. Und ja, das Y ist auch nicht allzu weit weg vom A auf der Tastatur, jedenfalls auf einer deutschen Tastatur. Also Trap-Type, da gibt es den Cold-Start, den wir schon gesehen haben, den Warm-Start, Link-Down, Link-Up und noch ein paar andere definierte. Hier steht drin, welcher Agent hat es denn geschickt, welches von diesen gemanagten Geräten, denn das kommt ja von so einem Gerät hier an den Manager. Hier steht dann zum Beispiel drin, ein Warm-Start, einen Untercode, der das hier besser spezifiziert, ein Zeitstempel und irgendwelche Werte aus der Tabelle, aus dieser MIP, aus der Tabelle, aus der MIP, von denen der Agent meint, der Manager müsste es jetzt wissen. Da steht dann zum Beispiel drin Papier alle. Und das ist das, was ich über das SNMP erzählen möchte. Haben Sie noch vielleicht irgendwelche kleinen Fragen dazu? Nein? Na, dann machen wir weiter. Ich habe jetzt in den zurückliegenden, wie viel waren es, 2 oder 2,5 Stunden Sitzungen über Management, Verbindungskontrolle und so weiter gesprochen. Also diese Steuerungsdienste. Und naja, das SNMP gehört auch zu den Steuerungsdiensten dazu, obwohl es natürlich auch irgendwie schon so eine Art Anwendungsdienst ist. Und ich habe ja gesagt, wir können damit auch Waschmaschinen steuern. Zum Beispiel einen Trap kriegen, dass die Waschmaschine nun fertig ist und wir runtermarschieren müssen, die Wäsche aufhängen müssen. Also solche Informationen sind natürlich auch schon eigentlich Applikationen. Das SNMP ist so dazwischen, zwischen Steuerungsdienst und Dienst zum Transport von Anwendungsinformationen, standardisierten Transport von Anwendungsinformationen. Wobei, das muss man auch sagen, das hier allein wird schon prima reichen, um so Home Automation zu transportieren. Das Einzige, was man dann noch braucht, ist naja, das hier für die Home Automation, also um Waschmaschinen und Fernseher und Rollläden zu steuern.
Da muss man nur diesen Baum eben entsprechend produzieren für eine Waschmaschine oder für die Rollladensteuerung. Also es ist schon eigentlich schon ein Anwendungsdienst. Jetzt wollen wir über Anwendungen ein wenig sprechen. Und wir werden jetzt ein paar typische Kommunikationsanwendungsdienste betrachten. Und ich möchte anfangen mit dem klassischen, ganz kurz nur, klassischen Anwendungsdienst. Und wir teilen aber noch ein, ne? Wir haben also diese Anwendungsdienste und wir wollen jetzt erstmal Person-Person-Kommunikation anschauen. Und danach schauen wir uns dann so, pardon? Na, da gibt es ein Protokollelement und das hat schon Elemente von Session, ne? Aber das hier ist sicher Presentation. Und wenn ich mir, ja, vielleicht ist es aber auch diese Schicht hier schon Application. Also so 5 bis 7 ist vielleicht vernünftig, ja? Das SNMP einzusortieren. 5 und 6 auf jeden Fall. Aber natürlich ist das schon, wenn man das in dieser Management-Spalte anschaut, eine Anwendung auch. So wie es, da steckt eben Anwendung drin, ne? Man muss schon was über das Gerät, schon wissen, was das Gerät tut. Ja, also wir sprechen als erstes über so Person-Person-Kommunikation, Echtzeit-Kommunikationsdienste. Also wir wollen Informationen für Menschen transportieren. Nicht asynchron, sondern synchron. Das Erste, was einem da einfällt, ist der Telefondienst. Ne? Hier ein Telefon, da ein Telefon und dazwischen drin das Public Switch Telephone Network. Früher analog, dann irgendwie digital mit ISDN. Und heutzutage machen wir es mit Voice over IP oder fangen an, es damit zu machen. Über Voice over IP werde ich dann noch im weiteren Verlauf nochmal sprechen. Das hat auch noch eine ganze Menge technische Probleme, die man dann langsam in den Griff kriegen muss. Insgesamt muss man sagen, dass der Telefoniedienst mit seinen vielen Ausprägungen, wie wir sie heute kennen, also klassische, wirklich leitungsvermittelte Telefonie, die es in vielen Ländern noch gibt, wo wirklich end-zu-end Elektronen transportiert werden, durchs Netzwerk hindurch, von hier nach hier, wenn Sie so wollen, bis über den Byte-Transport, wie wir ihn ISDN kennen, bis eben Voice over IP, beziehungsweise kleine Funkbursts für unsere Mobiltelefonie. Das ist ein ganz universelles Netzwerk geworden. Und ich habe vor ein paar Jahren mal 10 hoch 9 Teilnehmer geschrieben, also 1 Milliarde, mit einem Fragezeichen dahinter, aber das Fragezeichen, das kann man mittlerweile schon streichen. Also wir haben bestimmt so mittlerweile 2 Milliarden oder so ähnlich Teilnehmer in diesem Telefondienst. Und das ist ein super universeller Dienst. Und das Interessante ist auch, wenn wir so ein Telefon in die Finger kriegen, dann ist die Chance hoch, dass wir das benutzen können, ohne große Einweisung. Zu diesem Telefondienst gehört eben auch das standardisierte Endgerät, ne? Das standardisierte Endgerät ist irgendwo sowas, da ist irgendwas Längliches, zum Beispiel das hier, was man sich so an Ohr und Mund drückt, vielleicht beim Telefon so ein Barren oder sowas, beim Mobiltelefon. Und dann gibt es noch irgendwie eine Einrichtung, damit man wählen kann. Da muss man irgendwelche Ziffern eintippen, die man mehr oder weniger auswendig hat. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Telefonbücher, die da in dem Gerät gespeichert sind, aber als allererstes mal irgendwelche Ziffern, die man
memoriert hat oder die man von einem Zettel abliest, die man dann da auf diesem Interface hier eintippen kann. Und wir sehen auch überall auf Schildern, auf Visitenkarten, in Prospekten und so diese Nummern. Also das ist schon, die Bedienprozedur ist uns irgendwie klar. Entweder das Ding hier abheben und dann hier die Nummer eingeben, das funktioniert immer noch. Oder erst eine Nummer eintippen und dann auf die grüne Taste drücken. Das ist so die Bedienprozedur. Zu der Bedienprozedur gehört noch ein bisschen mehr. Nachdem man die Nummer eingetippt hat und die grüne Taste getippt hat, dann hält man es mal ans Ohr und dann hört man zu. Und dann gibt es In-Band-Signalisierung, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Der Verbindungsaufbau. Und dann auch, wie sich das dann der andere, der ans Telefon hingeht, was sagen muss. Das gehört auch irgendwie dazu, zu dieser Standard-Bedienprozedur. Nehmen Sie einfach mal das Telefon ab und schweigen Sie hinein. Schon wieder können wir irgendwie jemand erleben, der einen Protokollfehler, der mit einem Protokollfehler fertig werden muss in dieser Bedienprozedur. Ne? Denn der erwartet natürlich, in Deutschland erwartet man, dass sich jemand mit einem Namen da am Telefon meldet. Der Ausdruck ist schon super gut. In Amerika sagen die Leute nur Hi oder Hello oder sowas ähnliches, versuchen dabei freundlich und positiv zu sein, während unser einer seinen Namen da ins Telefon reinbellt. Aber was wirklich gut kommt, das müssen wir probieren, ist gar nichts sagen und schauen, wie die andere Seite auf diesen Protokollfehler reagiert. Also diese Benzinprozedur, die gehört zu diesem Dienst dazu, die ist eigentlich implizit standardisiert. Und es ist ein wirklich weltweiter Dienst und 2 Milliarden Leute können damit umgehen und wenn sie ein Telefon in die Finger kriegen, irgendwo, dann können sie es auch benutzen. Und selbst in Ländern, die andere Schriften haben, ja, das Telefon ist immer noch so zu bedienen. Höchstens die Meldungen im Display, die können Sie schlecht verstehen. Als ich das erste Mal, noch nicht das erste Mal, aber so ein Freund von mir hatte ein Mobiltelefon und da haben wir dann das angeschaut und Spaß mit gehabt und dann bin ich da in Menü geraten, Sprache wählen, dann habe ich ihn mal in Griechisch eingeschaltet und das fand er eigentlich gar nicht witzig, weil er eine ganze Weile gebraucht hat, bis er das wieder weggekriegt hat, denn die Menüs sind dann natürlich auch eben in diesen griechischen Zeichen gewesen und griechische Worte. Na gut, also im Wesentlichen ist aber, man kann trotzdem noch telefonieren, ne? Die Bedienprozedur, die ist immer noch da. Obwohl dieses Netzwerk, was dahinter steckt, heterogen ist. Und dass das Telefonnetzwerk so universell geworden ist, das ist schon ganz erstaunlich. Also schon eine großartige Leistung. Ja, über die Implementierung auf den weiter unterliegenden Schichten haben wir schon gesprochen in vielen Teilgebieten. Mit der technischen Informatik haben wir über Vermittlungen gesprochen. Hier in der Vorlesung haben wir auch nochmal über Vermittlungen gesprochen. Wir haben über das Protokoll gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist Digitalisierung. Der analogen Signale von Audio, beziehungsweise das dann wieder digital-analog wandeln beim Wiedergeben. Und wir haben auch nicht über Kompression gesprochen, da muss ich Sie auf die Vorlesung Multimedia vertrösten. Deshalb möchte ich mich, weil wir eigentlich schon bei allen wesentlichen Gebieten der Telefonie vorbeigekommen sind, bis auf die Medienkodierung, die es in Multimedia gibt, über die ich hier nur ganz wenig zu einem späteren Zeitpunkt sagen möchte, möchte ich jetzt ein bisschen darüber sprechen, dass ja, über Fortentwicklung dieses Telefoniedienstes, wie man sich das so denkt. Ja, wenn man sich so überlegt, jetzt können wir das Audio übertragen, das können wir auch ziemlich gut übertragen, da fällt einem zunächst, also um das Telefonie noch zu verbessern, fällt einem so schnell gar nichts ein. Wir haben den Telefoniedienst mobil, wir können unser Endgerät mitnehmen.
das ist weltweit, weltumspannend und die Audioqualität tut es sowieso schon. Ne? Sprache und zumindest im ISDN-Festnetz ist die Audioqualität ganz ausgezeichnet. Und wir können gar nichts, zumindest im Sprachbereich, kein Signal erzeugen wir Menschen, das mehr technische Qualität brauchen würde. Nur weil das unser Sprechapparat eben nur Frequenzen zwischen ein paar hundert und so 3000 Hertz produziert. Also braucht es gar nicht mehr unten drunter für die Infrastruktur. Und was einem als nächstes einfällt, und das ist den Ingenieuren und den Vermeldefirmen, Telefonieprovidern schon vor einer ganzen Weile zum ersten Mal eingefallen, so in den 50er Jahren, ist, ja, machen wir doch Videotelefonie. Aber wie Sie im täglichen Leben merken, so beliebt und populär ist die Videotelefonie gar nicht geworden. Früher hat man mal gedacht, das hat was damit zu tun, dass die Qualität so lausig ist und dass die Endgerätepreise so teuer sind. Und über Versuche an der Qualität zu arbeiten und an den Endgeräten zu arbeiten, die Endgeräte günstig zu machen, da werden wir jetzt ein bisschen sprechen. Nur so vorneweg, wahrscheinlich hat die mangelnde Akzeptanz von Videotelefonie aber eher den Grund, dass die Leute, wenn sie das Telefon abheben, zu Hause gar nicht so gerne haben, dass die andere Seite jetzt sieht, wie wir mit ungekämmten Haaren oder im Schlafanzug oder sonst wie aussehen. Wer hat schon ein Videotelefoniestudio zu Hause? Das ist vielleicht der fundamentale Grund, ich weiß es nicht. Andererseits ist es eben auch manchmal ganz schön, den anderen auch zu sehen. Eine Zeit lang habe ich mal geglaubt, die ultimative Anwendung für Videotelefonie ist, dass die Großeltern nicht so häufig zu Besuch kommen. Weil da kann man denen die Kleinen zeigen, so groß und so groß und so groß, und die freuen sich und alle lachen glücklich und die Großeltern kommen nicht physisch vorbei. Zumindest nicht so häufig. Aber auch das ist nur, funktioniert offensichtlich nur eingeschränkt. Also, ich habe es in verschiedenen Projekten seit 20 Jahren immer wieder mit Videotelefonie probiert. Und es stellt sich raus, das ist gar nicht so einfach, das mit der Videotelefonie. Ich möchte jetzt hier in den nächsten Folien ein wenig darüber sprechen, warum das anspruchsvoll ist. Und auch darüber sprechen, wie uns die erwünschte Mehrpunktfähigkeit, gerade bei der Videotelefonie, das Problem noch viel, viel schwieriger macht. Also hier ging es um eine einfache Videotelefonie-Applikation. Wir haben das für Arbeitsplatzrechner gebaut. Ich meine, die waren eh schon da und dann zu diesem Zeitpunkt auch schon schnell genug oder halbwegs schnell genug, dass sie vielleicht ein bisschen Zusatzhardware oder auch vielleicht einfach nur mit geschickten Algorithmen Video mit akzeptabler Qualität komprimieren, dekomprimieren, anzeigen konnten. Als wir das dann programmiert haben, haben wir gemerkt, dass wir eine Infrastruktur dafür brauchen, die das unterstützt. Und da haben wir mal was gebastelt, das hieß Audio-Video-Communication-Service. Und da ist einerseits hier ein kleiner Druckfehler drin und andererseits gebe ich zu, dass der Name jetzt nicht so richtig schlau ist und toll. Er ist halt einfach gemacht, AVCS. Und es ging darum, ein Videotelefon zu unterstützen, aber dann auch verallgemeinert irgendwelche Video-, Audio-, Grafik-, Applikationsströme zu transportieren, also auch den Output, den Zeichen-Output von einem Programm zu transportieren, um es übers Netz zu sharen. Und weil wir Echtzeit haben wollen, ist natürlich das TCP gleich mal wieder weggefallen. Und wir haben das UDP-basiert gemacht. Der AVCS ist, weil das Netzwerk,
außer im lokalen Bereich, das IP-Netzwerk, aber dann das Internet, auf dem das laufen sollte, keine Multicast-Infrastruktur hatte, haben wir es Punkt-zu-Punkt-basiert gemacht. Und wenn man mit mehreren in der Konferenzsituation kommunizieren möchte, dann kümmert sich der AVCS darum, indem er selber repliziert und Ströme an mehrere schickt und Ströme von mehreren entgegennimmt. Ich habe das hier schon gesagt, UDP-basiert. Die Idee war, dass dieser Audio-Video-Communication-Service echtzeitstrukturiert ist. Dass er also einerseits nicht allzu lange auf den Daten herumhockt, kein Delay einfügt, wenn es nicht aus irgendwelchen technischen Gründen einfach entsteht durch Kompressoren, durch die Digitalisierung, weil die ja auch nur paketisiert funktioniert. Und wir wollten dabei, um das zu erreichen, dieses Echtzeitorientierte, werden Pakete rigoros verworfen. Wenn die zu spät kommen, die Pakete, dann kann man es eh nicht mehr abspielen. Solche Sachen wie Jitter, über die wir gesprochen haben. Wenn der Jitter zu lang wird, dann müssen wir das Paket eben verwerfen und hoffen, dass es beim nächsten Mal wieder das nächste Paket wieder früher eintrifft. Jedenfalls fangen wir nicht noch an, ein Paket zu spielen, was zu spät ankommt. Denn dann bräuchten wir irgendwie so ein Delay mit einem Playout-Buffer und so weiter. Oder wenn der Sendepuffer voll ist, dann fallen eben auch Pakete weg, wenn das Netzwerk zu langsam ist. Dann müssen wir eben mal gerade bei Video verzichten, aber auch bei Audio. Und wir haben es auch probiert mit Audio mit höheren Sample-Raten, ne? 11.000 hier und einer besseren Dynamik, 16-Bit. Das haben wir uns einfach so vorgenommen. Sie werden später noch, oder ich werde später noch in der Vorlesung erzählen, dass die Audiokompression im heutigen Internet mit dem Durchsatz, den wir im Internet sehen, gar nicht mehr so zentral ist. Ob wir jetzt mit 32 Kilobit oder mit 64 oder mit 128 übertragen, macht gar nicht so viel aus. Oder hier würden wir ja mit 22 Kilobyte pro Sekunde übertragen, also irgendwie so in der 160 Kilobit Größenordnung. Das stört eigentlich auch nicht mehr im heute existierenden Internet, diese Raten. Fürs Video braucht man aber schon eine halbwegs brauchbare Kompression. Unkomprimiertes Video im Fernsehen, im klassischen Fernsehformat, also 720 Punkte pro Zeile und so ungefähr 500 Zeilen pro Bild. Das klassische Videoformat, das bräuchte unkomprimiert 120 Megabit, das ist noch ein bisschen viel. Deshalb haben wir uns hier entschlossen, auch wegen der Hardware-Ressourcen, jedes Bild einzeln JPEG zu komprimieren, häufig in Hardware zu komprimieren und in Software zu dekomprimieren. Wir haben uns auch eine ganze Menge Hardware-Support gekauft fürs JPEG und dann sind wir auch gleich reingefallen damit und haben gelernt, dass so ein JPEG-Kompressor, diese teuren Chips da, die wir auf Platine aufgelötet gekauft haben, Größenordnung war glaube ich $9.000 pro Platine, also pro Hardware, die wir da einstecken konnten, dass diese Dinge auch noch nur einen JPEG-Strom gleichzeitig verarzten konnten und dass man da nicht mischen konnte. Das war auch noch ziemlich nervig. Also man konnte nicht zwei oder drei Ströme gleichzeitig dekomprimieren lassen. Da hat es das Ding zerlegt, weil er dann immer den Kontext umgeschaltet hat und das Kontext umschalten hat irgendwie eine halbe Sekunde gebraucht. Deshalb auch die Software-Dekompression. Also da erlebt man dann noch allerlei interessante Überraschungen, wenn man da mit diesen automatischen Codecs umgeht, mit den Hardware-Codecs. Diese Zeile hier, AVCS-Verbindungsmanagement, das gehört zu dieser Folie hier, das ist leider verrutscht. Hier sieht man, was passiert bei so einem Service, wenn man kein Multicast hat. Und zweitens, kein Multicast hat, mehrpunktfähig sein möchte,
trotz dieses fehlenden Multicasts mehrpunktfähig sein möchte. Und so ein Publisher-Subscriber-Modell einführen möchte. Und das braucht man ja für den Multicast. Ne? Einer bietet an, viele holen ab. Wir hatten einerseits diese Infrastruktur AVCS und das ist die rechte Seite von diesem Balken, beziehungsweise die linke Seite von diesem Balken und die rechte Seite von diesem Balken. Und unsere Telefonie-Applikation, das haben wir ja als Picture Phone, PP genannt, das ist hier und hier. Ein Publish-Subscriber-Modell, weil es anders eigentlich nicht richtig geht in so einem Netzwerk, in dem man, also man will an mehrere Klienten das verteilen, aber man kennt die Gruppe nicht zuverlässig. Also was machen wir? Das Picture Phone sagt, ich habe hier vom Digitizer einen Medienstrom, das ist jetzt nur einer, und der soll vom AVCS, von diesem Service, exportiert werden. Dann muss dieser AVCS-Service auf einem Broadcast-Kanal an alle, die er kennt, die vielleicht online sind oder nicht, so einen Export-Announce schicken und da drin die Attribute bekannt geben, zum Beispiel auch die Portnummer und die ID vom Strom. Die Portnummer, das ist die, wo die anderen sich dann abholen können. Der Port, bei dem sich die anderen das Video abholen können. Solange keiner vorbeigekommen ist, produziert zwar das Picture Phone Daten hier und hier, aber der AVCS verschickt nichts im Netzwerk. Der Export Announce kommt hier an. Hier auf dieser Seite hat es das Picture Phone vorher mal registriert. Ich bin interessiert an Videoströmen und Audioströmen. Also der registriert sich. Und wenn dann so ein Export-Announce ankommt, dann sagt der hier das dem Picture-Phone. Vielleicht gibt es auch noch andere Applikationen, die Audio und Video hier importieren. Das Picture-Phone stellt fest, das ist aber ein interessantes Export-Announce hier, den ich hier mit dem Notify bekomme. Ja, den möchte ich importieren. Import-Stream sagt das einem AVCS, welche ID. Dann schickt der hier, der weiß ja nun, von wo das hierher kam, von welchem AVCS, schickt er dem den Import-Request und jetzt fängt der hier an, die Daten, die er hier erhält, auch übers Netzwerk zu schicken. Der AVCS hier, der gibt es übrigens nicht mehr weiter ans Picture Phone, in diesem Import-Stream steht drin, welcher Kompressor das kriegen soll, in welchem Fenster das landen soll und so weiter. Oder auf welchem Audioport das landen soll. Einfach deshalb, damit wir nicht so viele Sachen herumkopieren müssen im Endgerät. Zeit sparen. Wir haben ja letztes Mal bei der Protokollgeschichte, also Protocols Considered Harmful, darüber gesprochen, dass die Kommunikation im Gerät ein wenig zu viel Zeit verbraucht, gerade bei Multimedia-Daten. Ja, wenn der hier keine Lust mehr hat, dann schickt er einen Import-End. Der schickt hier den Import-End-Request dem hier und der sagt, okay, ich höre auf, das zu exportieren. Das bestätigt er hier dem AVCS. Hier das Picture-Phone sagt schon vorher, ich lege mich jetzt schlafen und beendet sich nach diesem Unregister. Und hier auf der anderen Seite, der hier, der kommt erst später und der hat natürlich diesen Export-Announce verpasst. Das Gerät hier wird erst später gestartet. Wenn hier der AVCS gestartet wird, dann schickt er mal an alle auf diesem Broadcast, auf diesem Management-Kanal, Broadcast-Management-Kanal, ich interessiere mich für Ströme, Export Info Request. Und dann sendet ein AVCS, der da existiert, seinen Announce einfach nochmal, wenn es den noch gibt, den Strom. Hier hat sich das Picture von registriert, hier gibt es den Notify, da gibt es einen, der sagt, ich möchte den haben und dann schickt er den Import-Request hier und ab diesem Zeitpunkt schickt der die Pakete nicht nur hierhin, na gut, die hören hier schon auf, aber das könnte natürlich auch an den und an den gehen und hier
geht es weiter an den. Irgendwann hat das Picture von hier mal keine Lust mehr, sagt den Export End. Der schickt Export End auch wieder an alle, die das abonniert haben, in diesem Fall nur der eine hier. Und der gibt auch gleich weiter an das Picture Phone, dass dieser Strom nun zu Ende ist. Und all das, was wir hier machen, machen wir auf so einem Broadcast-Kanal, zumindest einen konzeptuellen Broadcast-Kanal, damit alle, die da teilnehmen können, das mitkriegen, dass es Ströme gibt. Und dieser AVCS ist dann hier der Arme, der das an mehrere verteilen muss. Und wenn wir eine 10er-Konferenz haben, dann auch an 10. In einem praktischen Netzwerk wird es uns schwerfallen, mehr als eine 5er- oder 6er-Konferenz zu unterstützen, weil wir dann zu viel Verkehr erzeugen werden. Das ist also eher für kleine Gruppen von diesem Picturephone gedacht, von so einem Videodienst. Das Picturephone ist das User Interface. Der AVCS, der kümmert sich schon um Dekompression insbesondere, ums Mischen, und er muss auch die Wiedergabe planen. Ich habe hier zum Beispiel hier zwei Arbeitsplatzrechner, hier gibt es einen AVCS, hier gibt es einen AVCS. Hier unten sehen wir zum Beispiel in dem AVCS, der erhält hier zwei Ströme, die er mischen muss und auf dem Lautsprecher ausgeben muss. Hier erhält er zwei Videoströme, die gibt er hier auf diesen beiden unterschiedlichen Fenstern aus, die wir hier auf dem Bildschirm sehen. Der hier, der hat einen Videostrom von der Kamera und einen zweiten Videostrom von der Multimedia-Sharing-Komponente. Hier können wir also, wenn der ein Video auf der Festplatte hat, das Video abspielen und gleichzeitig übers Netz hier sharen für Audio hier und für Video da. Wenn wir hier zwei Quellen haben, die Video produzieren, zwei, die Audio produzieren, dann müssen die beide präsentiert werden. Hier haben wir einmal Audio, einmal Videobild, und hier kommen aus dem Multimedia-Sharing einmal Audio und einmal Video heraus. Die Picturephones, dieses Picturephone hier, das dient nur dazu, das hier zu managen, also das Mixen zu managen, die Lautstärke vom einen Kanal zu regeln, die Lautstärke vom anderen, Strom zu regeln und zum Beispiel auch, um die Fenster hier auf dem Bildschirm herumzerren zu können mit der Maus. Arrangieren. Hier auf der linken Seite, da haben wir einerseits ein Picturephone, was die Geräte ansteuert und die Geräte managt, das Video bereitstellt, das Audio bereitstellt, die dann der AVCS verschickt. Und hier unten der Multimedia Sharing Service. Das ist so ein ähnlicher Klient wie das Picturephone, der stellt das Video bzw. alle Spuren hier drin bereit. Womit wir noch kämpfen müssen, weil wir einen Echtzeitdienst haben, sind die Verzögerungen. So ein Picturephone, das muss erstmal ein Digitizer öffnen, konfigurieren, solche Sachen setzen wie Videoformat, das wir haben wollen, und die Größe vom Bild, was wir digitalisiert haben wollen, also die Auflösung, ne, horizontal und vertikal setzen beim Digitizer und so weiter. Ob wir Farbe, ob wir Schwarz-Weiß haben wollen, Graustufen haben wollen. Und dann bekommt das Picturephone regelmäßig die Daten, das Picturephone gibt die Daten an den AVCS und der AVCS weiter an die Netzwerktreiber, nachdem er das verpackt hat, IP, UDP und so weiter. Hier entsteht ein bisschen Delay, wenn man sich anstrengt und gescheit programmiert, nicht zu viel Delay. Sicher entsteht hier ein Delay, weil ja solche Digitizer die Samples erstmal in Stücke zusammenpacken. Wir können ja nicht für jedes Byte vom Mikrofon die Datenübergabe inszenieren. Dann hätten wir auch zu viele Interrupts und so weiter. Das heißt, wir müssen immer mal ein paar hundert Byte zusammensammeln,
bevor wir das weitergeben können an dieses Picture Phone. Und auch beim Video, na, da werden wir schon ein Sample, ein Bild zusammenfassen. Und weil das dann auch 40 Millisekunden dauert, bis wir das nächste Bild haben, haben wir da auch ein Delay. Dummerweise ist das Delay von zwischen Audio und Video auch meist noch unterschiedlich, bis wir da ein Stück kriegen. Wir werden also auch für den Empfänger, wenn wir mehrere Ströme haben, die Synchronisationsinformationen für diese Ströme, also Zeitstempel, an die Samples drankleben müssen. So dass der auf der anderen Seite hier beim Präsentieren etwas planen kann. So, beim Empfangen sieht es so aus, dass der Ethernet-Treiber Paket für Paket bekommt. Bei jedem muss er natürlich aufs Paketende warten. Wenn wir die Pakete ganz kurz machen, nutzen wir das Netzwerk schlecht aus. Wenn wir die Pakete lang machen, haben wir ein Paketisierungsdelay. Über das Paketisierungsdelay werde ich auch noch sprechen, wenn wir über Voice over IP sprechen. Aber Sie können sich ausrechnen, wenn es 8000 Byte pro Sekunde gibt fürs Audio, dann passt das in knapp 6 Pakete rein, 6 Ethernet-Pakete. Und man sollte, man kann natürlich auch 20 Ethernet-Pakete daraus machen, aber dann ist das Verhältnis Overhead-Nutzlast schlechter. Da gibt es einen Kompromiss, den muss man sich überlegen. Also, wir müssen aufs Paketende warten. Natürlich können wir auch eher erst, wenn wir das komplette Paket zusammen haben, das tatsächlich übertragen. Hier gibt es ein Delay, an dem wir nicht vorbeikommen. Und wenn wir uns das überlegen, bei den 8000 Byte pro Sekunde und im Ethernet haben wir so ein Delay von 150 Millisekunden oder so ähnlich. Allein schon, weil wir es paketisieren müssen. So, der Ethernet-Treiber gibt es dann diesem Audio-Video-Communication-Service. Der dekomprimiert das dann. Dann muss gemischt werden für mehrere Ströme. Das heißt, man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen warten, bis jetzt beide hier das Audio bereitgelegt haben. Und dann kann man die mischen und ausgeben. Da hat es auch noch mal für den Präsentationstreiber vielleicht ein kleines Delay. Also leider ist es so, dass wir in einem Arbeitsplatzrechner eine ganze Menge Delay zusammenkriegen und wer so einen Audio-Video-Kommunikationsdienst macht und es mit einem Roundtrip-Delay von weniger als 500 Millisekunden hinbringt, internetbasiert, dem gebührt meine Bewunderung. Wir haben damals auch Delay-Messungen gemacht fürs Audio, da haben wir uns ganz schön angestrengt. Und da haben wir es wirklich auf in die Größenordnung von unter 100 Millisekunden gebracht, aber nur im lokalen Bereich und nur mit kleinen Paketen natürlich oder Frames. Wir haben außerdem noch ein kleines Problem. Das ist die Sache mit dem Sampling-Takt. Zwei Computer haben nicht denselben Sampling-Takt. Ja, die können zwar beide ausmachen, wir samplen 8000 Mal pro Sekunde oder auch nur 25 Mal pro Sekunde fürs Video, aber wir können sicher sein, dass die beiden Uhren ein bisschen anders laufen und dass der eine in Wirklichkeit 24,999 Bilder macht und der andere in Wirklichkeit 25,001 Bilder konsumiert pro Sekunde. Das macht bei einer Sekunde noch nicht viel aus, aber wenn der Strom dann eine Stunde läuft, dann ist irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo der hier abspielen möchte, der ein bisschen schneller abspielt, als der hier produziert, und wo der dann hier eben einfach kein Bild hat oder keine Audio-Samples hat. Deshalb muss man eigentlich das... das reicht jetzt aber noch. Hoffentlich 10%. kommt der Zeitpunkt, wo man... wo einem vielleicht die Samples ausgehen. Man sollte darauf achten, dass man, wenn der Sender zu schnell ist und der Empfänger zu langsam, dann kann der Empfänger irgendwann mal ein bisschen was weglassen und in guter Form. Wenn der Sender langsamer ist als der Empfänger, das abspielt, dann fehlt uns irgendwann mal was.
Und dann können wir uns überlegen, wie wir dagegen vorgehen. Wir geben dem Präsentationstreiber, dass wir uns an den Takt vom Sender anpassen. Da haben wir aber vielleicht das Problem, dass wir manchmal einen Byte oder so einfügen müssen. Bei differenzkomprimierten Daten haben wir das Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir ein Paket wegfallen lassen. Also wenn der Sender schneller produziert als der Empfänger und wir merken, dass der Puffer, unser Eingangspuffer immer länger wird, dann müssen wir irgendwann ja was weglassen, damit er nicht überläuft. Und das, was wir da weglassen, das wird eventuell in Folgebildern gebraucht, wenn wir sowas Differenzkomprimiertes haben. Also da hat es auch noch ein kleines Problem. Als nächstes, solange die Batterie reicht, möchte ich noch über M-Bone-Tools sprechen. Wir haben schon über das M-Bone gesprochen und Sie erinnern sich sicher alle noch lebhaft ans M-Bone. Zumindest postuliere ich das jetzt. Diese Zeichnung, da erinnern Sie sich vielleicht auch noch dran, die M-Routes, die die Pakete hier durchtunneln. Und das hier sieht irgendwie für den normalen Internetrouter aus wie ganz normaler Verkehr. Na gut, die uns bespionieren wollen, die sehen dann schon, dass das ein Multicast ist, aber zumindest die technische Infrastruktur kommt damit problemlos aus. Natürlich brauchen wir besondere Programme, die dann hier in den Arbeitsplatzrechnern, die hier stecken, da in den blauen lokalen Netzwerken stecken, die das Video produzieren, die das Audio produzieren und die das auf der anderen Seite anzeigen und uns auch erlauben, das ein bisschen zu managen. Wir müssen ja auch die Multicasts finden und uns irgendwie da andocken. Als erstes möchte ich gar nicht viel auf einer Seite über das VAT sprechen. Das heißt Visual Audio Tool. Aber das Einzige, was man sieht, ist ein grafisches User Interface. Man sieht kein Video, wie der Name irgendwie fast nahe liegt. Das stammt in der ersten Iteration von dem Ben Jacobson, dessen Namen Sie ja schon mal gehört haben in der Vorlesung. Unterstützt so ein paar Audioformate, 64 Kilobit, Mühler aus dem ISDN plus ein bisschen Paket-Overhead, deshalb kommt er auf 78 Kilobit für den Datenstrom. Das DVI-Format, das ist eigentlich ein ADPCM und Sie sehen wieder 32 Kilobit plus ein bisschen Paket-Overhead, hier sind es 14 Kilobit und hier sind es 14 Kilobit Overhead, die GSM-Kompression unterstützt er und dieses Linear Predictive Coding. Die 9 Kilobit beziehen sich auch hier wieder auf die Bruttodatenrate mit dem Overhead. Und Sie sehen hier, passt dann schon ein bisschen, muss dann schon ein bisschen mehr in ein Paket reingesteckt werden, damit der Overhead so relativ günstig ist. Es wird im M-Bone übertragen, Multicast IP, im UDP drin, damit wir irgendwelche Ports finden. Allerdings ist es unzuverlässig, das UDP. Paketverlust in der Größenordnung so von 10% und in schlechten Situationen 50%. Naja, wenn man mit 50% Paketverlust telefoniert, wird es schon nicht mehr so attraktiv klingen, wie wir uns das vom ISDN gewöhnt sind. Wiederholungen werden nicht gemacht. Was verloren gegangen ist, ist eben, wenn ein UDP-Paket verloren gegangen ist, dann ist es eben weg. Zu spät gekommenes Audio-Paket, mit dem kann das wird sowieso nichts anfangen. Natürlich hat es ein bisschen Delay durch das IP-Paketisierungsdelay und dann noch in jedem Router drin. Wenn wir Dienstegüte-Support hätten, also DiffServe mindestens oder InServe, dann könnte man das Delay vielleicht ein bisschen managen. Auf dem Application Layer von dem VAT werden Zeitstempel eingefügt und das Delay. Es wird Delay eingefügt im Endgerät. Das Endgerät ermittelt einen Playout-Point. Jedes
UDP-Paket, was da ankommt, noch ein bisschen auspacken, dann kommt das Audio in den Puffer rein und alle so und so viel Byte hat man ja einen Zeitstempel drin, wann es gemacht worden ist. So, dieser Puffer, der muss jetzt so gemanagt werden, dass man ständig genug in dem Puffer hat, so dass man, wenn, also man hat einen großen Puffer, ein volles Stück wird abgespielt und man muss eine Zeit dafür festlegen, wann es abgespielt werden soll. Das macht man basierend auf den Zeitstempeln des Senders. Man weiß ja, erster Zeitstempel, zweiter Zeitstempel, dritter Zeitstempel des Senders. Also muss ich mein Audio auch so abspielen, dass die Differenz zwischen diesen beiden Zeitstempeln eingehalten wird. Und da muss man, und das macht das Wert, eventuell die Samplingrate fürs Abspielen vom Audio verändern, wenn man das im Audiotreiber kann. Also um eins rauf oder runter drehen. Auch dynamisch. Ne? Mal ein bisschen schneller wiedergeben, mal ein bisschen langsamer wiedergeben. Und das steckt hier in dem Puffer und dem Playout-Point als Überlegung dahinter. Um ein wenig Durchsatz zu sparen, Pakete zu sparen, werden Pausen erkannt und in den Pausen wird kein Audio geschickt. So ein bisschen wie beim GSM, bei unserem Mobiltelefon, aber die machen es ja, wie wir gelernt haben, raffinierter und übertragen immerhin noch periodisch Hintergrundgeräusch, damit der andere nicht so das Gefühl hat, als ob da keiner mehr spricht. Allerdings ist es in dem Multipoint-Szenario durchaus nützlich, dass da nicht jeder Rauschen generiert und Hintergrundgeräusche beträgt. Da, wenn man da 100 Teilnehmer hätte, dann ist es schon wichtig, dass in Pausen 99 auch nichts schicken und nur einer was schickt. Denn sonst würde sich das Rauschen von den vielen schon auch akkumulieren. Und naja, wenn der da anfängt, einer trinkt Kaffee und alle hören es, dann ist es vielleicht auch ungut. Das nächste, das ich kurz erwähnen möchte, ist der WIC. WIC steht für Video Conferencing. Und das Video Conferencing ist auch ein M-Bone-Tool, exportiert also solche Multicasts. Das produziert entweder MJPEG, also einzelne komprimierte Bilder hintereinander, Motion JPEG nennen die Leute das, obwohl das nicht standardisiert ist. So einen Videostandard, den es auf den Sun-Arbeitsplatzrechnern gab, das Cell-B, das Format vom NV, Network Video, das ist am Xerox PARC gemacht worden. Und dann noch was Interessantes, das Intra-H261. Das Intra-H261, das ist deshalb interessant, weil es einen Datenstrom produziert, der so aussieht, wie es im H261-Standard steht. Also ein H261-kompatibler Player spielt auch diesen Videostrom, aber nur um Blöcke zu überspringen. Was da also passiert ist, sagen wir mal, dieses Bild hier, hier gibt es ein Vorgängerbild und dieses Bild bezieht sich aufs Vorgängerbild und hier wird gesagt, dieser Block, das ist einfach der Block aus dem Vorgängerbild an derselben Stelle. Das hier ist auch Block aus dem Vorgängerbild an derselben Stelle und so weiter. Hier hat sich was geändert, das übertrage ich jetzt hier. Hier wieder, nimm einfach den Block aus dem Vorgängerbild und so weiter und so weiter. Hier ändert sich was und dann beim nächsten, hier ändert sich was und hier ändert sich was. Nicht mal irgendwelche Differenzkodierung, wir übertragen entweder, nimm einfach das, was da vorher war, oder nimm das, was du jetzt hier kriegst. Das kann man, wenn man es richtig macht, in das H261 einbetten. Und das ist eigentlich eine schlaue Idee. Einen standardkompatiblen Videostrom zu benutzen, der einfach nicht alle Codierwerkzeuge, die da vorhanden sind, von der Kompression vom H261 benutzt, sondern nur einen Teil. Aber dafür ist der Kompressor viel einfacher, wahrscheinlich um eine Größenordnung einfacher zu programmieren und auch entsprechend schneller. Deshalb steckt das da in dem WIC drin und das ist noch, wie ich finde, eine gute Idee. So, beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Frage, wie findet man denn so einen Multicast-Strom? Das machen wir am Mittwochnachmittag. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch angenehme Zeit. Auf Wiedersehen. Thank you.